Feuerberge, Schornsteine der Erde, Hexenkessel oder Teufelsschlote. Es gibt viele Namen für Vulkane in unserem Wortschatz. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer heutigen, recht feurigen Sendung. Ein Vulkanausbruch ist ein faszinierendes Schauspiel. Wenn sich das Innere der Erde quasi nach außen kehrt, wird ersichtlich, welch unbändige Kraft in unserem Planeten steckt. Der Stromboli. Geformt vom glutheißen Inneren der Erde. Fast 1000 Meter ragt er aus dem Mittelmeer. Unter Wasser reichen seine von Lavabrocken bedeckten Flanken mehr als 2000 Meter in die Tiefe. Nach wie vor ist der Stromboli aktiv. Im Jahre 2002 schleuderte er enorme Massen Gestein ins Meer und löste eine gefährliche Flutwelle aus. Bis dahin galt der italienische Feuerberg als harmlos. Schon seit 2000 Jahren spuckt er täglich nur geringe Mengen Lava aus. Ein Naturschauspiel, das dem Stromboli den Beinamen Leuchtturm des Mittelmeeres eingebracht hat. Der Stromboli ist, wie die meisten Vulkane, an den Grenzen von Kontinentalplatten entstanden. Diese Platten gleiten langsam auf dem zähflüssigen Gestein des oberen Erdmantels. Wie an einer Perlschnur aufgereiht, säumen die Schornsteine der Erde den Westrand der südamerikanischen und nordamerikanischen Platte. Der Vulkangürtel, auch Ring des Feuers genannt, folgt der Grenzlinie der Pazifischen Platte und reicht im Süden bis nach Indonesien. Auf der Inselgruppe gibt es 130 aktive Feuerschlote. Nirgendwo sonst drängen sie sich so dicht. Für die Bevölkerung Segen und Fluch zugleich. Die Feuerberge haben fruchtbares Land geschaffen, doch sie bedrohen die Menschen. Der Merapi auf Java gilt als der gefährlichste Vulkan weltweit. Bei dem bislang stärksten Ausbruch 1994 starben mindestens 60 Menschen. Tausende verloren ihr Hab und Gut. Weite Teile des Landes versanken unter Asche und Schlamm. Vulkane bilden sich meist an Störungszonen, an Kontinentalplatten, die auseinanderdriften oder kollidieren. Dort kann heißes Magma aus dem Erdmantel aufsteigen. Ähnliches geschieht, wenn eine ozeanische Platte unter eine kontinentale abtaucht. Der gewaltige Druck faltet das Festlandgestein auf und bringt es zum Schmelzen. Magma kann sich einen Weg nach oben bahnen. Auf diese Weise sind der Merapi in Indonesien und der Mount St. Helens in den USA entstanden. Lavaströme auf Hawaii. Es gibt wohl kaum einen Ort auf der Welt, der uns einen derart eindrucksvollen Blick in die Hexenküche der Erde eröffnet. Die glühend heißen Flüsse aus geschmolzenem Gestein stammen vom Kilauea, dem jüngsten Inselvulkan Hawaiis. In den letzten 100.000 Jahren ist er 1.200 Meter über den Meeresspiegel hinausgewachsen. Im Krater Pu'u'o'o brodelt extrem dünnflüssige Lava, mit weit über 1.000 Grad die heißeste der Welt. Die Gesteinsschmelze stammt aber nicht aus einer der üblichen Störungszonen im oberen Erdmantel. Die Feuerberge Hawaiis sind nämlich weit entfernt von Plattengrenzen. Sie liegen jedoch im Einflussbereich eines Hotspots, zu Deutsch eines heißen Flecks. Die
ältesten Vulkane Hawaiis sind etwa vor 72 Millionen Jahren entstanden. Ein Hotspot, also eine heiße Zone im Erdmantel, hat die pazifische Platte an bestimmten Stellen aufgeschmolzen und Magma freigesetzt. Da sich die pazifische Platte langsam in Richtung Nordwesten bewegt, konnte sich so eine ganze Kette von Vulkanen bilden. Derzeit liegt der Hotspot unter dem Kilauea. Die Dampfwolken der ins Meer fließenden Lava machen seine Aktivität weithin sichtbar. Zurück nach Europa an die felsige Küste Islands. Auf der Insel über dem nordatlantischen Rücken finden sich fast überall deutliche Spuren des Vulkanismus. Island wird, geologisch gesehen, gespalten. Magmaströme unter der Erdkruste treiben die eurasische und nordamerikanische Platte auseinander. Sichtbar an einer kilometerlangen Kluft. Diese Dehnungsspalte zwischen Europa und Amerika verbreitert sich um etwa 2 Zentimeter pro Jahr. Magma lässt auch den kochend heißen Geysir Stockur tanzen. Das vulkanische Wasserballett im Minutentakt ist eine Touristenattraktion. Die reichlich vorhandene Erdwärme deckt den größten Teil des Energiebedarfs Islands. Damit ist der Inselstaat weitgehend unabhängig von anderen Energiequellen. Die Kräfte aus glühender Tiefe haben eine bizarre Landschaft hervorgebracht. Anzeichen von Vulkanismus finden sich fast überall in Europa, auch in Deutschland. Der Laacher See in der Eifel. Vor 13.000 Jahren kam es zu einer gewaltigen Eruption. Der einbrechende Krater füllte sich später mit Wasser. Gasblasen zeigen, dass sich tief unter dem Gewässer ein Hotspot befindet. Der Vulkan ist also nicht erloschen. Von seiner bewegten Vergangenheit zeugt auch die Abtei Maria Laach. Ihre Baumeister verwendeten vorwiegend Lavagestein, das der Vulkan in weitem Umkreis in die Landschaft schleuderte. Darunter dunkle Basaltlava und heller Tuff. Tuffstein lässt sich leicht behauen. Ornamente und Figuren aus diesem Material zieren die Klosterfassaden. Die Eifel ist reich an Lavagesteinen. Sie werden auch heute noch in großem Stil abgebaut. In dieser Grube bei Mendig, einige Kilometer vom Laacher See entfernt, wird Bims gewonnen. Der begehrte Rohstoff dient vorwiegend zur Herstellung von Mauersteinen für den Hausbau. Seiner Gaseinschlüsse wegen ist Bims extrem leicht. Diese etwa 50 Meter hohe Wand des Steinbruchs lässt erahnen, welche Massen an Bims und Asche der Vulkan Schicht um Schicht aufhäufte. Mehrere Tage währten die gigantischen Explosionen. Man nennt sie auch die Augen der Eifel, die kreisrunden Mare nahe der Stadt Daun. Die malerischen Seen sind vulkanischen Ursprungs. Die Bildung eines Mares kann man sich so vorstellen. Magma schmilzt Gestein auf. Durchdringt dieses Magma eine wasserführende Schicht, kommt es zu einer gigantischen Dampfexplosion.
Die ungeheure Wucht sprengt einen trichterförmigen Krater aus dem Gestein. Nach und nach füllt sich der Krater mit Grundwasser. Die Mare sind geologisch gesehen noch sehr jung. Man schätzt ihr Alter auf rund 10.000 Jahre. Weitaus älter sind die Vulkane des Hegaus in der Nähe des Bodensees. Zwischen sanften Hügeln ragen eigentümliche Berge empor. Längst erloschene Vulkane, die zum letzten Mal vor 6 Millionen Jahren aktiv waren. Ein Flug um den Hohen Twil bei Singen zeigt das typische Erscheinungsbild der Hegau-Vulkane. Die kegelförmige Gestalt ist Rest eines verwitterten Feuerschlots. Die Flanken wurden während der letzten Eiszeit abgehobelt. Asche und Rauchwolken über dem mehr als 3000 Meter hohen Ätna auf Sizilien. Europas größter Vulkan hat schon 600.000 Jahre auf dem Buckel. Doch seine Vitalität ist ungebrochen. Wie ein Feuerwerk schießen Lavafontänen in den Himmel. Eine touristische Attraktion, mitunter aber auch eine Gefahr. Wenn das geschmolzene Gestein zu Tal fließt, vernichtet es alles, was sich in den Weg stellt. Nichts ist vor der Glutwalze sicher. Auch nicht die Stadt Catania am Fuße des Ätna. Die Einwohner haben zwar gelernt, sich mit den Launen des aschespeienden Berges zu arrangieren, doch nicht immer half der Griff zum Besen. In 1669 wurde Catania unter den Lavaströmen des Ätna begraben. Wenige Jahre später verwüstete ein verheerendes Erdbeben die Stadt. Erst danach erfolgte der Wiederaufbau im Barockstil, vorwiegend mit Lavagestein. Am Ätna leben rund 1 Million Menschen. Dass sie in einer Gefahrenzone siedeln, hat einen plausiblen Grund. Vulkanische Böden sind ihres hohen Mineralreichtums wegen sehr fruchtbar. Auf ihnen gedeiht nicht nur Wein, sondern auch eine Fülle verschiedenster Obstsorten. Die Asche des Ätna hat die Gegend in einen Paradiesgarten verwandelt. Landwirtschaft ist ein lohnendes Geschäft. Sorgen machen sich die wenigsten, gilt doch der Ätna als einer der am besten überwachten Vulkane. Seismographen am Geophysikalischen Institut in Catania registrieren jede Aktivität des Feuerwerks. Finden die Forscher alarmierende Messwerte, warnen sie die Bevölkerung. Es werden auch Daten und Bilder von Satelliten ausgewertet, die auffällige Veränderungen des Ätna erfassen. Einen Vulkanausbruch exakt vorherzusagen, ist das Traumziel der Wissenschaftler. Doch die rauchenden Riesen lassen sich nicht so leicht in die Karten schauen. Noch immer sind sie unberechenbar.